Willst du wissen, wie du stärker schießen kannst? Dann bleib jetzt am Ball. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Mein Name ist Nick. Hinter der Kamera ist heute Can, weil er verletzt ist. Was geht? Heute zeigen wir dir, wie du deine Schussstärke verbessern kannst, damit dein Schuss ein richtiger Hammer wird. Ich würde sagen, fackeln wir nicht lange. Let's go! Der erste Tipp in meinen Augen macht die Technik 80-90% aus von der Schussstärke. Wenn du jetzt zum Beispiel Toni Kroos anziehst, der hat jetzt nicht riesen Beine, aber bringt eine enorme Kraft hinter dem Ball und das kommt alles von seiner sauberen Technik. Das heißt, du musst also unbedingt auf den Platz gehen, das sollte deine erste Priorität sein, damit du hier deine Schüsse üben kannst und deine Technik so verbesserst. Gehen wir also genauer auf die Technik ein. Ganz wichtig, mein erster Punkt ist das Standbein. Das solltest du neben dem Ball platzieren, du wirst es nachher auch noch mal genauer sehen. Und dann, wenn du schießt, hier ist es ganz wichtig, durchzustrecken und hier beim Knöchel zu stabilisieren. Hier musst du unbedingt Spannung aufbauen. Das sage ich immer wieder, richtig Spannung aufbauen. Und nur so kannst du Kraft hinter dem Ball bekommen. Das heißt, auch das Fußgelenk etwas stärken, aber das kommt auch mit der Praxis. Wenn du oft schießt, wird auch dann Fußgelenk natürlich stabiler. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier in der Slow Motion siehst du jetzt, wie ich mein Bein durchschwinge, dass ich noch mehr Power erzeugen kann, dass der Schuss wirklich ein Knaller wird. Ich zeige jetzt einige Schüsse vor. Ich hoffe, sie haben auch wirklich Power dahinter. Dann könnt ihr euch auf diese Dinge achten. Mit welchem Teil vom Fuß solltest du jetzt den Ball treffen? Meiner Meinung nach gibt es hier eigentlich zwei Möglichkeiten. Und zwar in dem Bereich, aber auch ein bisschen hier schon fast gegen den Innenriss. Ist zwar schon immer noch Vollriss, aber auch hier kannst du richtig Power entfalten. Also hier oder hier. Auf jeden Fall nicht hier. Hier auf der Außenseite gar nicht, aber entweder ganz zentral oder etwas dazwischen, so kannst du auch wirklich Power aufbauen. Dann, wo den Ball treffen. Wenn du ihn schön in der Mitte triffst, dann kannst du es schaffen, dass du keine Rotation hast, dass er wirklich wie ein Faden auf das Tor geht. Wenn du ihn weiter unten triffst, kannst du ihn natürlich, schießt du ihn eher höher. Und wenn du ihn ziemlich weit oben triffst, dann kommt er natürlich flach. Ich denke, das ist selbsterklärend, aber wollte ich trotzdem noch einmal gesagt haben. Technisch vom Fuß her, von deinem Standbein her haben wir jetzt alles schon besprochen, aber da ist natürlich auch noch der Oberkörper, der ganz wichtig ist, weil hier entwickelst du auch eine Spannung, die dir hilft, diese zu übertragen in den Schuss. Und zwar ein paar wichtige Punkte: niemals nach hinten lehnen, ist klar, dann geht der Ball irgendwo in die Luft. Das heißt, du musst richtig Spannung aufbauen, auch hier Spannung aufbauen. Wie du siehst, ist es bei mir so, dass ich auch den Oberkörper etwas zusammenziehe, dass der Ball eben nicht irgendwo hingeht und dass ich zusätzliche Power in den Ball kriege. Und dann nächster Punkt ist auch, dass du deinen Arm so nach hinten nimmst, um noch mehr Power zu erzeugen. Siehst du alles in der Slow Motion, achte dich mal genau darauf. Das waren meine wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach, wie gesagt, 80-90% macht die Technik aus bei der Schussstärke. Zusätzlich kannst du aber natürlich auch deinen Rumpf stabilisieren, weil wenn du dich zusammenziehst, musst du dann natürlich auch Kraft aufbauen, was dir hilft, noch ein bisschen mehr
aus einem Schuss rauszuholen. Dasselbe gilt dann für die Beine, noch etwas Beintraining. Aber wie gesagt, das macht einige Prozente aus. Zuerst die Technik sauber hinbringen und dann kannst du noch zusätzlich etwas machen. Zum Beispiel Kniebeugen, sicher eine gute Übung für die Oberschenkel. Wenn du die 4-5 Mal machst, dann bekommst du Beine weg, Clarence Seedorf. Ich danke dir fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt und was ihr zu der ganzen Sache denkt über das Schusskrafttraining. Denkt ihr auch, dass es fast nur an der Technik liegt? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es auch in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken. Danke fürs Zuschauen. Peace!